Herzlich willkommen zurück zu Mario Superstar Saga DX. Diesmal geht's hier weiter. Und ich hole jetzt die Zielflagge. War da unten was? Nein, ich glaube nicht. Und nochmal das Bin-Jump. Was auch immer das gerade war. So, ey. Ach, das ist echt kompliziert. So, da ist die Flagge. Incredible Master Mario, Master Luigi, you truly are super badass. I salute you. You have perfectly mastered the high jump and spin jump. Master Mario, Master Luigi, may your mission be successful. Good luck out there. Move out! So, gut zu wissen. Verwirrend. Ich bleibe mal bei Jump. Wie Mario sagen würde. Okay, da geht anscheinend kein Spin. Also ich check hier langsam gar nichts mehr mit diesen Attacken. Also gerade so lucky. Hey, die Kanone habe ich nicht mal gesehen. So, über die muss man wahrscheinlich drüber springen. Das reicht leider nicht. So, den hier besiege ich jetzt noch. Ich versuche jetzt mal drauf zu springen. Ah, das geht auch. Man kriegt eine Münze, okay. Ich hoffe, es reicht. Nein, leider nicht. Ah, Mist. Ah, es war jetzt nicht ganz so schlau. Theoretisch könnte man hier gut Münzen farmen. Naja, ob es jetzt wirklich effektiv ist, keine Ahnung. Aber es wäre zumindest eine Möglichkeit. 16 Münzen. Level 3 für Luigi. Ah, Mist. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Luigi. Ich versuche mit Mario drauf zu springen, aber Luigi rennt dann dagegen. Eigentlich ist es. Eigentlich ist es ineffizient, wenn ich zuerst den da besiege. Wenn ich zuerst mich um die Hinteren kümmern würde, dann würde ich durch das Abwehren alleine den schon besiegen können. Ach, Luigi macht jetzt auch 3 Schaden. Ach, mit X blockt man, okay. Zack. Nächste Runde sollte. Sollten die Gegner besiegt sein. 1, 2. Und zwar jetzt mit Luigi. Ich denke, später im Let's Play werde ich die Kämpfe vielleicht rausschneiden. Also das kann man sicher nicht angucken. Okay, macht sowieso keiner, aber.
Sirup. Mehr oder weniger erfolgreiches Spin. Speichern kann nicht schaden, wie schon gesagt. So, nochmal das Ganze. Das war's schon, okay. Diese 3D-Effekte, da komme ich einfach nicht drauf klar. So, diesmal mache ich meine äußerst schlaue Taktik. Ach, weil ich mich räuspern wollte. Habe ich leider gefailt. Ja, außer man ist natürlich so schlecht. Dann bringt auch die schlaueste Taktik nichts. So, vielleicht klappt es diesmal. Ja, gut, Mario. Mit Mario kann ich besser umgehen. So, jetzt reicht's, genau. Ach, jetzt habe ich das Teil angegriffen. Warum? Naja, am Ende muss Mario halt wieder alles machen. Ich habe ja fast 100 Münzen. Aber ich denke, bevor ich da hingehe, werde ich trotzdem erstmal hier erkunden. Ich frage mich, ob dafür der... Ja, das reicht sogar. So, was ist jetzt los? Nochmal die Typen. Das ist ein das ist ein emotional reunion source. By your leave, there is something we completely forgot to mention to you earlier. Affirmative, you see when you master a technique in the field, you can also use it in battle. Achso, since you have mastered the high jump and spin jump, you can now use these techniques in battle. We must confirm technique mastery with a combat simulation. Ich habe mich tatsächlich gerade gefragt, was diese Cross Points sind. Ich hatte zwar mal in dem Part gesagt, dass ich das schon mal zu einem Spiel gespielt habe, aber das ist mindestens 5 Jahre her, mindestens. Viel länger eigentlich. First you will need the to select cross attack. Ja, wie macht man das? So, okay. War das falsch? If you want to learn all about cross attacks, check out the guide. Man muss da drücken. Ja. Hä? Muss man zweimal drücken oder wie? Hä? Ach, da muss man dann A drücken. Thus, we can officially confirm that these 4 techniques are indeed executable in battle. Proper planning and preparation will ensure your safety throughout your journey. We wish you luck. Move out. So. Das ist die Frage.
Ah, okay. Nö, ich probiere jetzt erstmal die Prostatex. Genau so. Oh, das war knapp, das war knapp, das war knapp. Okay, ich habe langsam den Trick raus. Auch wenn ich noch nicht ganz kapiert habe, wann ich da drücken muss. Arm ist leider nicht. So, komm her. Schon wieder so knapp. Perfekt. Aber es hat keine Lust auf die Prostatecs. Eigentlich kann man die doch immer verwenden, oder? So, das war der Nahkampf. 15 Münzen, also ich habe schon mal genug Münzen. Achso. Machen wir mal. So. Vielleicht macht das jetzt mehr Schaden. Elf. Das ist echt nicht schlecht. Oh, jetzt habe ich mich gerade etwas verdrückt. Oh Mist. Rein theoretisch müsste da jetzt ein Jump reichen, oder? Ach, hier bei Luigi mache ich lieber einen. Ach, es geht nur einmal im Kampf. Oder so ähnlich. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein. Luigi hat ein Level up. Mach ich hier mal Stage draus. Ah ja. Schön, kann man die nur eine bestimmte Anzahl. Jetzt habe ich gerade Mist gemacht. Eine bestimmte Anzahl an Anzahl ausführen.
So, das war's mit der Folge. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.